Hier bei Fire Emblem Engage haben wir es nicht nur mit Lawinengefahren zu tun, nein, nein, wir müssen sogar noch gegen unser eigenes Ich antreten. Und in dem Sinne wohl eher gesagt gegen unser, na, genau, vergangenes Ich anzutreten, was auch schon sehr speziell ist. Gegen den Michael der Vergangenheit, mit seinem eigenen Marv, also momentan sind es zwei Marv auf der Map, hä? Unser Marv, deren Marv, Hauptsache Marv, 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 Marv den Marv quasi, oder Marv den Marv, ist ja egal. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier unten, bevor wir attackiert werden. Gegen den kann ich momentan nichts ausrichten. Der wird wild angreifen und ein bisschen wehtun. Wir müssen einfach den jetzt mal abblocken können, dank den Eis-Säulen. Nicht Eulen, sondern Säulen. Wir haben noch Movier. Der kann gegen den, also auch den hier, locker bestehen. Aus dem Grund, weil die mit Großwaffen ankommen. Und die wird es einfach beide zerstören. Bersten, wie auch immer. Der ist zwar ein bisschen schneller, aber aufgrund eben dieser Großwaffen darf Movi immer zuerst angreifen. Das hat schon was. Und ansonsten hat eine gute Defense. Da auch schon auf dem Maximum. Also haben wir gerade ehrlich gesagt weniger Sorgen. Dann hier unten Citrin Zone. Das ist noch ein Maximum vom Wandlevel her. Das freut mich sehr. Gehe ich hier straight nach vorne? Ich würde sagen ja, oder? Was soll ich sonst noch tun? Ein bisschen brechen könnte ich ihn. Ein bisschen in der Mitte durch natürlich. Also das war einer, der relativ fix unterwegs ist, wa? Hm. Mal kurz ohne Bündnis. Ich guck mal kurz. Ja komm, Elfenwind. Elfenwind vom himmlischen Kind! So, einfach nach unten. Was mache ich da gerade? Okay. Ich meine, wäre ein anderer Magier gewesen. Jetzt nicht, ja, wobei Excalibur, ja, yeah, das wäre vermutlich, naja, hässlich geworden. Sagen wir es, wie es ist. Das ging schnell. Der dreifache Kanter. So. Kann ich doch hier noch angreifen. Ich kann doch mal versuchen. Und jetzt ging den da. Mit Gewitter. Wie gesagt, hätte er treffen können. Geh ich auch mal nach vorne. Da. Ja, so mag ich aber irgendwie gar keinen Bock drauf. Mit Louis gegen Mage anzutreten. Ist immer so, warum? Mit Ivy Selica ist so ähnlich. Am liebsten natürlich schon vorne durchbrechen, aber. Wir warten mal noch. Natürlich auch mit der Doppelkombi dank Echo und dank dem Drachenfluch bei ihr. Bin ich mal sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Das wird wehtun. Au! Dass wir vor allem anderen wehtun. Das habe ich heute auch für ein Pech. Dass er mir sogar noch schmettern würde, der alte Sack. Moment, ich muss ganz kurz abkürzen, Freunde. Weil wir natürlich jetzt keine Truppen verlieren. Da ich mit dem 14, den wir aktuell haben, gerne weitermachen würde. Doof. Das ist doch doof. Louis wartet, Ei wartet. Ne, warte mal. Den machen wir das so, dann Citrin. Vielleicht killt sie ihn da oben. Okay. Nicht weiter tragisch, wir haben hier oben noch Selica und Ivy.
Trefferquote ist relativ bescheiden. So, schon nach vorne. Sehr gut. Dann nochmal mit denen nach vorne. So, das bleibt natürlich. Zeig mir da aus, lustig. Oh, nicht Lahmheit. Lahmheit ist so kacke. Bei einem Meisteraxt, der schon ein bisschen gefährlich ist. So, jetzt am nächsten Zug. Kommen da oben die Typen, wa? Also hier die Welle. Die Lawinenwelle quasi. Ja, also mal gucken. Wir haben hier natürlich noch ein paar Typen, vor allem den da. Entweder aus dem Weg oder angreifen. Eins von beidem. Ich hätte jetzt theoretisch eher gesagt, dass er vielleicht irgendwie mit Louis Hector den da vorne plattwalze oder mit Alfred Sigurd, je nachdem. Ja, mit Alfred Sigurd und Citrin sollen gehe ich nach oben, helfen ein bisschen aus und hier unten machen wir den Rest. Wenn Louis von einem Teil da attackiert wird, ja mein Gott, also gibt Schlimmeres als einen Silberbogen abzukriegen, ganz ehrlich. Trefferquote ist mal richtig scheiße. Hä, warum denn das? Sondern irgendeine Doppelpackung oder so. Die Quote ist aber trotzdem bleibt ein bisschen bescheiden. So, geh schon mal nach. Wo bin ich jetzt da vorne schon wieder? Hallo, ich sehe nichts. Aha, ja gut, komm. Da haben wir weniger Bauchschmerzen. Das ist nicht so das Problem. Dann da. Bougeron, ja, Bougeron, der Bougeron. Sehr gut. Jetzt da oben mal gucken, wa? Am besten einfach killen, war so schnell es geht. Also gar nicht großartig lange aufhalten, einfach weg damit. Okay, hier habe ich so einen Felsen, ne? Kann ich mich eigentlich gut dran aufhalten. Jetzt reicht es mir aber. Achso, nee, war der Zwillingsschlag. Ups. Mein Fehler. Entschuldigung. Ich wollte den falschen Move dafür ausnehmen, wählen. Nee, das passt noch. Dankeschön. Dann, den aus dem Weg räumen. Schaffst du den, Wedel? Wenn sie trifft, ja. Wenn nicht, habe ich ein Problem.
So, und schön hier bleiben, wie wir schon vorhin anbemerkt haben. Jetzt noch mit dir hier. Einmal schön brechen, wäre natürlich cool. Wie sieht es mit Ivy Selica aus? Den mache ich am besten hier, oder? Natürlich hielt er mich vor, da ist mir klar. Es sei denn... Wir versuchen, nicht Teleport Ragnar, wäre zwar eine Variante, aber nee, ich mache erstmal Echo. Genau, das ist das Problem. Ich kill ihn ja schon, aber er kommt halt zuerst und ich komme nicht nahe genug ran, um voran zu greifen. Das ist doch scheiße. Also ich muss schon mir den hier schnappen. Und da stimmt halt die Trefferquote dann nicht mehr. Mit Ragnarök könnte es klappen, mit Ragnarök in der Kombi mit Echo vielleicht sogar. Ist das bescheuert gerade. Ja, Rettung, um ihn zu retten. Ja, super. Ich gehe mir gerade auf den Keks, ganz ehrlich. Das ist doch scheiße, Mann. Die Kamizelika zieht aber nicht so, wie es gerne hätte. Es ist zum wahnsinnig werden. In anderen Typen wäre es kein Problem, dann würde ich locker, aber eben... am Feld zu weit weg bin, deswegen klappt es nicht. Also mit 100%, da kann ich machen, was ich will. Die Quote kriege ich nicht runter. Teleport Ragnar ist eben auch keine gute Lösung. Dass ich jetzt den angreife oder den angreife. Killt trotzdem keinen. Versteht ihr? Na. Ich kann es nochmal anders andenken. Nochmal anders andenken. Du. Okay, du kommst. Doch, du kommst noch ein bisschen weiter. Okay, gut. Immer etwas. Ich müsste dich aber irgendwie hier hinstellen, damit du nachher nach unten hinabhauen kannst, wa? Zwillingsschlag wäre zwar eine Variante. Geht nur auf einem Feld hin, wa? Also, müsst direkt gegen den vor mir. Mach's auch lieber so. Ja.
Ländebier. Lehn mir doch ein Bier. Oder so. Das sieht besser. Gut, jetzt kriegen wir Mobi noch auf die Fresse. Nein, hoffentlich eigentlich nicht. Wenn es bloß immer so gut funktionieren würde, wa? Perfekt. Michael Marv, jetzt können wir hier aber richtig reinhauen. Und zwar in vierter Stufe. Endlich wieder mal einen Gegner brechen. Mann. Ist eigentlich schon doof, dass Michael einfach von selbst nicht Drachenfausten zu erlernen kann, nur als Emblem. Das finde ich irgendwie. Ich muss ganz ehrlich sagen, den finde ich ein bisschen doof. So, den kommen natürlich auch nicht. Ich meine, selbst wenn ich jetzt hier Teleportrechner mache, um hier hinzukommen. Ja, ich meine, ich mache guten Schaden, gar kein Thema, aber es rein natürlich auch können wir mit Echo nicht. Wie sieht es denn eigentlich hier aus, hä? Der Typ da. Da geht es vor allem mal darum, um diese Kombi mit dem Echo zu testen. Weiß testen, wir haben es vorhin eigentlich schon mal gesehen. Ja, er macht schon wesentlich mehr Damage. Dank dem Drachenfluss-Skill. Aber natürlich trotzdem so, dass es halt ein bisschen übel ist, ne? Pustet es ihn weg. Du. Das Problem schon wieder. Hierhin, Louis Hector kann auch direkt hier so weit mitkommen, das passt dann. Ja, kann ja mal hier hin einen Stab einsetzen, das geht ja auf die Entfernung hin. So, natürlich alles schön mitnehmen. Gut, bin langsam fertig, zumindest hier unten war. Weil eben jetzt nächste Zug müsste jetzt die Lawine kommen. Da bin ich jetzt da eigentlich relativ safe so gesehen. Und dann hier. Jetzt ist halt die Frage, hier abfeuern, das geht, wa? Ganz ehrlich, da gehe ich lieber so hin. Habe ich wesentlich mehr von. Die Behändigkeit.
So. Haben wir das mal. Dann haben wir euch noch. Da kann ich gar nicht mehr viel machen und komme gar nicht irgendwo weit großartig hin, wa? Bandlevel ist ja eh schon voll. Chloe, Leaf! Leaf den Leaf! Ja. Ich hab sonst niemanden, wo ich da sowieso hinkomme. Ja, muss ich sowieso so machen, geht nicht anders. Ich könnte natürlich ein Bündnis versuchen, ich weiß gar nicht, was Leaf noch für eine Fernkampfwaffe hätte. Lichtklinge wäre auch schön, aber Expertenlanze finde ich ein bisschen schöner. Lief der Experte! Chloe aber mittlerweile auch. Messerpräzision. Wenn jemand mit Messung gehen kann, dann sie natürlich. So, mein Bandlevel voll. Also, hier ist sowieso voll, da muss ich eigentlich nicht mehr viel machen. Jetzt kommen wir hier ein bisschen mit dem Level dazu, wa? Wenn man sagen könnte, ja, Timira Ei könnte man eigentlich mal wieder. Alter, eben dieser kritische Sandsturm. Immer so übel. So. Treffen will gelernt sein. So, hat hier oben perfekt funktioniert. Wunderbar. Genauso wie ich es haben wollte. Er kommt so weit. Hä? Mhm. Obwohl. Ja, wir sind hier. Aha, da ist noch der. Okay. Schon ein bisschen gewundert. Ist die Masse nach außen vorlasse? Also die Gegner sowieso. Okay, okay. Gut, dann Movia Erika. Ich überlege gerade, ob es klug ist, einen Zielungsschlag aufzukommen, weil er muss relativ schnell nach oben. Den noch flach machen. Ja, die haben ein bisschen Power. Oder ein bisschen Defense vor allem. Was heißt hier ein bisschen? Mach mich richtig fertig. Ja, Teleportrachner wird wohl nicht reichen bei euch, wa? Das Band ist schon komplett, aber jetzt reicht's. Mit Liberation wohlgemerkt. Ein richtiger Spin-Angriff geworden, ey. Perfekt, wir sind voll. Kriege ich dich irgendwie platt, ohne selber platt gemacht zu werden? Uiuiui. Ja gut, sind wir eher allein, ich kann natürlich auch... Oh, hoch komme ich gar nicht, schade. Immerhin mit dem Gnadengeber reicht's beinahe. Nach hier der Drachenfluch, noch ein bisschen mehr KP, sehr schön.
So, wie gesagt, den Zwillingsschlag behalten wir jetzt noch auf für den Endboss da. Also mich quasi, ja. Sehr gut. Jetzt muss nur die drei hier platt kriegen, wa? Sollte aber eigentlich nicht so das Problem sein. Wir sagen, ja, und nein, noch. Ah, Boucheron Lin. Okay, er geht mal hier noch einsammeln. Weil er sonst eh nichts Besseres zu tun hat. Dann hier oben. Wird man uns loben? Hat eh keine Gegner mehr. Kann man noch voll machen. Hier vielleicht direkt auch noch. Denn gerade auch hier Chloe Leaf könnte doch gut gegen Michael noch ein bisschen was raushauen. Genauso wie Fogarde und Lucina. Ah, zurück hier unten, war. Gut, ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Elfendorn angreifen müsste. Sieht es mit dem Bündnis aus, ne? Groß opfern? Nee, noch nicht. Aber hier schönes. Tani. Tani, Nani? Noch irgendwie ein Angriff, der mir was bringt. Huch, doch gerade. Elfendonner, also Elfendonner. Na gut, komm. Tani, Nani? Heilige Lichtmagie. Denn es ist die Lichtmagie. Mit Savannah habe ich ein bisschen Probleme mit der Reichweite. Okay. Er hat 12% Crit-Chance, aber ganz ehrlich. Selbst wenn er jetzt crittet, 0 mal 3 sind trotzdem noch 0. Da machen wir uns gerade weniger Sorgen, tatsächlich. Ah, ich kann bis dahin, war okay. Also muss ich halt hier mit Louis gucken. Entweder kriege ich einen, den zum Beispiel gleich noch platt. Vielleicht mit Unterstützung, ja, von Hector wäre eine Variante. Irgendwie ist alles bei dir ein bisschen scheiße, Kumpel. Das haut eigentlich am meisten rein, aber der bringt mir sogar gar nichts. Es ist halt kein Kill, ne? Ich bin jetzt gerade ein bisschen Zum Glück war es ein Silberklinge. Zum Glück war es eine Silberklinge. Okay, ein Stahldolch. Sehr schön.
einmal den Gegner gebrochen. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. Weil Lawinengefahr haben, Freunde. So, gehen wir da unten mal den nur bis hierhin zurückgespült, quasi. Aber jetzt nicht so schlimm. Ich muss eigentlich angreifen, wa? Wenn jetzt irgendwie angreifen könnte, kann ich nach oben noch ausweichen. Weggepustet. So. Der andere kommt mit einer riesen fetten Axt an, also eine scheiß Schmetterachs. Also mache ich einen Schnitter und hoffe mal, dass ich zurückschnitte. Das ist doch immer wichtig, Freunde. Wir müssen einfach zurückschnitten. Ups. Sternlopplitz. Das war viel, was der gerade reinhauen will. Bisschen sehr viel für meinen Geschmack. Eben kommen wir bis zu ihm ran, okay. Ich würde sagen, Leute, das machen wir im nächsten Zug dann. Noch ein bisschen was, also auch mit ihm hier kann ich da noch schnell hinreiten und ihm ordentlich eins auf den Latz knallen. Jetzt wird er so einen Scheiß verzerrt und da oben auch einen. Ja, liebe Trefferquote. Aber hat ja trotzdem gereicht. Gott sei Dank. So, jetzt aber hier natürlich wieder ein Problem, war. Ich weiche mal kurz aus. Wo ich eigentlich auch angreifen könnte, wenn ich ehrlich bin. Manchmal schon ein bisschen übel. So, Yunaka Bailef, da kann man dann gar nichts machen, aber Roy kann noch näher ranbringen. So. Ne, Freunde, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Kritten wäre eine Variante gewesen, Alfred, aber okay, du willst nicht, gut, muss ich akzeptieren. Gut, leider bringen wir es zu Ende. Bringen wir es zu Ende, Mann. Erstmal muss der hier weg. Amatz. Das mächtige Wolfbeil. Ja, nehmen wir Amatz, ist ja Hektors Lieblingswaffe. Nun denn. Auf geht's. Er hat aber schon viel Defense, der Gute. Nee, lass mal. Ich bin jetzt so gerne auf der Seite von Verlierern. Oh, nee, da war jetzt ein Fehler. Scheiße. Ah, ich wollte einfach anders hinstellen. Passt dann. Was ist mit der Trefferquote hier los? Rückzug.
Ich würde normalerweise mehr Damage machen, wa? Junge, Junge! Nicht von schlechten Eltern. Okay, 46. 51 mit Sieglinde. Okay, dann sparen wir noch auf für nachher. Selin, Corin. Alter, ist das pervers. Dann mache ich eigentlich nur im Front, direkt in der Front viel Damage oder was? Nee, das ist einfach irgendwie immun gegen Magie. Hä, ein Teil von uns trifft relativ gut, ein anderer. Okay, wow, was ist das? Dass Yunaka sogar nicht trifft. Macht der Sternlaubblitz mir Damage. Ach ja, ja, aber 50 ist... Alter, was ist da los? Okay, machen wir es so, wie ich es eigentlich gerade eben machen wollte. Er dachte mir, die Lichtklinge macht vielleicht noch ein bisschen mehr Damage, weil er sah gerade so aus, als würde sie genau punktgenau landen. Das fand ich ein bisschen seltsam. Nicht nur so von wegen, ja, ich bin ja vielleicht schon überlevelt. Der macht aber trotzdem guten Schaden bei mir. Und hält vor allem viel aus. So. Sieglinde und weg. Sehr gut. Kann ich mit ihr vielleicht mit der Drachenart irgendwas machen? Ja, hilft vielleicht. Ja, vergiss es, komm. Das versuche ich gar nicht erst. Großes Opfer. Sehr gut. Auch da war er sich ganz sicher, ob er treffen würde. Dann sage ich auch mal ganz salopp, kommen alle in die Mitte hier. In die Nähe besser gesagt. Moment. Auszeit?
Nee, jetzt sagen wir nicht, dass ich wegen dem großen Ding jetzt eigenes Ei gelegt habe. Doch, tatsächlich. Okay. Okay, aber theoretisch, wenn ich jetzt da all meine Freunde in der Nähe habe quasi, kann mit dem noch sagen, hey, ja, vielleicht treffe ich ja trotzdem. Dann macht tatsächlich Echo, weil eben vielleicht treffe ich dann sogar noch eher. Okay, natürlich auch krass, dass der Drachenflug trotzdem trifft. Das wusste ich gerade echt nicht mehr. Drachenflug ist ja übel. Das wusste ich echt nicht. Dass er auch dann getriggert wird. Okay, ein bisschen imbar. So. Ich muss sowieso jetzt beenden, Freunde, weil... Ich glaube, wir können noch einmal Zeit zurückdrehen, wa? Genau. Dann nicht mehr so viel. Gut, jetzt könntest du sogar Diamant-Implant machen. Die Frage ist überhaupt treffen, da ist die andere Frage. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Oh, schlecht ist zumindest nicht. So, mal schön hier warten. Hübsch da warten, wa? Ich muss mal ganz kurz gucken. Mann! ...45, es reicht noch nicht ganz. Ja, wir natürlich dann komplett killen, war ist klar. Das heißt, Wähl wäre dann hier unten. Hier noch ein paar Freunde versammeln. Es ist mehr als 5x9 gar nicht geht. Dann habe ich jetzt vielleicht ein Problem. Ich muss jetzt nur einmal treffen, wenn wir ehrlich sind. Mhm. Nicht natürlich treffen, ohne gar zu killen. Gut. Jetzt aber. Also wenn ich 5x9 das Maximum war, mir geht gar nichts. あなたはいいですね。私と同じ顔をしているのに、自分の思いを素直に言えて、私は怖いという感情を表に出すことを許されません。恐れを口にすることは、欠陥品だと示すことと同じ。何も考えず従うしかないのです。今は異形兵と同じように。異形兵が嫌いなのですか？ ない嫌いです。こいつらは私の兄弟たちを殺すのですよ。あなたに負けたら、いいえ、そうでなくても、いつかは私もこいつらに殺される。大丈夫。あなたは死ぬ。
か言いましたか？来ないなら、あなたを前にしていると。みんな見ていてください。負けましたか。ああ、これで私もお父様に処分を。Ich hoffe eigentlich nicht. Wäre ein bisschen doof. Michael und Marv, Level 19 vom Bandlevel. Perfekt. Wir haben es geschafft, Leute. Puh. Was mich gerade wundert, die Rede war von vielen Brüdern und Schwestern. Wie viele Geschwister hatten der? Die ganze Fußballmannschaft oder was? Elixier, stellt 30 Karp wieder her. Oh, das ist doch schön. Ja, das ist gut zu wissen. Ist nicht so, was irgendwie im Text draufsteht oder so. Aha, jetzt passiert noch irgendwas. Okay. Gut, das machen wir ganz schnell, Leute, weil ich will nachher nicht nur die Folge beenden, sondern auch ein bisschen vorbereiten für die nächste Folge, sprich für. Ja, ich glaube, nächste Folge machen wir eben das Song für den Rang S-Support quasi und kümmern uns dann auch um die letzte Sidequest. Denn es sollten ja dann eigentlich nur noch zwei Kapitel bevorstehen. Also in der Hauptstory, zwei Kapitel. Für uns und für sie. Ja, vermutlich sind die schon irgendwo, aber ich bin noch großartig, ob wir jetzt noch sehen werden, wobei sehen wir mit der Handlung irgendwie unterschiedlich aus, wa? Ist sogar ein Teil davon schon verzerrte, wer weiß. Kann natürlich sein, dass wir dann, weil wir haben gerade gefragt, wer wird denn unser nächster Gegner sein? Noch ein paar, also eben soweit ich weiß, sind es noch zwei Kapitel in der Hauptstory, die noch folgen. Das letzte Kapitel wird natürlich Sombron sein, der große Endkampf. Aber wer wird im nächsten Kapitel unser Gegner sein? Hat dem noch weitere Geschwister? Also sprich komplett neue so oder ja. Wieder so verzerrt, die eigentlich aussehen, als wären sie unsere Geschwister. Könnte natürlich auch sein. Also nicht aussehen, weil sie ja natürlich immer diese seltsamen Masken auf, aber die sich uns quasi so vorstellen. So, ansonsten haben wir hier alles. Sehr gut, sehr gut. Dann zurück nach Somniel. Nymon hat es geschafft. 1000 Jahre vorher war ich noch in Ordnung. そのうち目が覚めると思う。よかった。顔を見られちゃったけど、大丈夫かな？平気です。ここで何を見たとしても、もうすぐ全て忘れてしまいますから。そっか。時間切れのようですね。間に合ってよかった。地形が元に戻っていくね。これで千年前とはお別れか。セピアとももう本当に会えなくなるわ。ですが彼女のおかげでまた前に進めます。このことを無駄にしないためにもソンブルを止めに行きましょう。必ず。うん。さようなら。千年前の私、あなたがいつか旅に出るとき、その旅路もどうか素晴らしいものでありますように。違法の軍がいたというのはここか。何も見当たらぬ。おかしいですわね。戦場を移したのかもしれませんわ。
先ほど待て。確かに異質な紋章師の気配を感じていた。職務くしたかったが、開口なしにはかなわぬな。まさかソンブル様が直々においでになるとは。こうして外に出られるのは久方ぶりのことでは。確かめたかったのだ。どうしても。あの者がもう存在するはずがないと分かっていても。 城に戻る。我が子が交戦しているならば、法を持ち帰るはずだ。巫女様たちは優秀で羨ましいですわ。私もそれほど忠実な部下がいれば。いいなことを。ならばお前も我のように、こうなせばよいだけのこと。こう？ 血のつながりはそれだけで、どうせず忠誠を得られる。家族とは便利なものよ。我の子らは我の子であるというだけで我を愛し命を尽くしてくれている。家族。なるほど。では私にもこう使わしてくださいませ。お前にだ。はい。 あなた様の御子を私に。すぐには叶わぬ。こたびの戦で武勲を挙げ、我の野望に供するというなら考えよう。承知しました。このセピア、あなた様の野望に組みすると誓います。期待しているぞ。 それは考えたことがなかったわ。どんなものなんでしょう。誰かが無条件に私に愛をくれるという感覚は、私の父や母も私を愛していたのかしら。なんて、そんな馬鹿げたことはできないわね。私はここで巫女様を待ちましょう。名は。 いいえ、覚える必要もないわね。巫女様たちはすべからくいつかは処分される身。迂闊に情をかけてしまえば悲しいもの。とても。大丈夫？しっかりして。 目が覚めたのね。私はここで倒れていたのよ。死んでいるのかと思ったけれど、気を失っているだけだったのね。安心したわ。あれは夢だったのでしょうか。夢？私と同じ顔の人と出会う夢です。 あなたにもどこかにいていました。あなたのような青い髪と青い瞳。それがとても綺麗でした。素敵な夢だったのね。でもここは寒いわ。風邪をひいたら大変。どこか暖かいところに行きましょう。立てるかしら。ありがとうございます。こうして優しくされたのは初めてです。え？ 私の名前は、お父様がただ一度だけそう呼んだと、死んだお母様が教えてくれました。あなたの名前は？私は、ルミエルよ。聞いたことがあります。それは、この世に一人しかいない、神竜の名前、お父様の敵の名前。あなたが神竜なら、 私はあなたを殺さなくてはいけない。できなければ欠陥品です。すぐに処分されてしまいます。でも、私は優しくしてくれたあなたを殺したくない。こんなことを思うだなんて、私は欠陥品です。欠陥品。
欠陥品。そんなことを言ってはダメ。あなたは欠陥品なんかじゃないわ。けれどこのままではすぐに処分されます。私はそれが何より怖い。私は明日もその次も生きていたい。ただ生きていたいだけなのに。今日のことは内緒にしましょう。できれば また、こうして会いたいわ。ね。約束。指切りしてくれる？はい。まさか昔の神竜様やセピアに会うだなんて。結界は前よりも薄くなってる。 残り一つの竜門を壊せば。やった！ねえ、ベイル王女、最後、少し待っててね。どうしました？顔が真っ青です。うん。まさか、またおかしな場所に。安心して。今度はちゃんと、このグラドロンにあるよ。ただ、ごめん。 ちょっと疲れちゃったみたいで。あ、そうですよね。探知を任せきりにしてしまってごめんなさい。出発は少し遅らせます。ありがとう。最後の竜門はきっとすぐに壊せる。言えないよ。 Solle Liegt doch nicht ganz falsch mit einer Vermutung von weiteren Geschwistern, aber. Also, das hätte es erklärt, wie so Vale zuerst so dachte: Oh, Scheiße, ich muss mich kurz zurückziehen, aber dann ihre Erklärungsschluss macht irgendwie keinen Sinn, weil. Kann mir. Ja, also, ja, in Anführungszeichen kann es mir mehr oder weniger egal sein, weil er erinnert sich eh nicht daran. Aber trotzdem natürlich weiter Familienmitglieder zu töten, naja. Nicht unbedingt das, was unser guter Michael hier will, wa? Was ich eigentlich auch nicht will, ist die Karte beenden, das Kapitel beenden und ein paar beenden, besser gesagt, aber es muss leider sein. Ja, interessantes Zusammentreffen zwischen uns und Lumera, ob das wirklich so damals auch stattgefunden hat oder ob wir jetzt irgendwas verändert haben. Wobei mich eine Frage ist, einfach sein kann, dass Lumera einfach so rumspazieren kann und Sombrum auch. Aber dieser Gegenseite gar nicht irgendwie finden, also oder spüren zumindest. Meine anderen sind ja zumindest Lumiere, die letzte Würmgöttin, die mächtigste von allen. Sombrum sowieso, oder? Also da fragen wir sowieso, was noch eigentlich alles passiert. Und vor allem von diesen Kriegen, wir haben da irgendwie nie was wirklich gesehen, ne? Dass irgendwie Drachen aufeinander losgegangen sind, also sprich Würmgötter, Dämonendrachen und so. Naja. Vielleicht wird mal noch passieren. Mal gucken. Also Freunde, es wird sowieso Zeit, die Folge zu beenden. Wir sind schon wieder weit drüber. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Nächsten Part dann werden wir, also ich werde offscreen mal noch die ganzen Items wieder einsammeln, wie gehabt. Dann werden wir nächste Folge damit starten für die Gespräche unter anderem. Also gehen wir vor allem um die Bankgespräche. Die anderen eher weniger. Sonst werden die Bande ein bisschen zu erhöhen von allem möglichen. Dann will ich gerne halt ja, gucken, dass Michael und eine Dame meiner Wahl, sag ich jetzt mal, nach dem Rang A bzw. nach dem Rang S reichen. Und dann gehen wir relativ schnell in das letzte Sidequest-Kapitel und dann eben fehlen noch zwei Hauptstory. Also insgesamt kann man sagen, sind es noch drei Kapitel. Zweimal Hauptstory und einmal Sidequest. Ja, Somi ist gut, ich höre schon auf zu erzählen. Mein Gott, hey, das ist immer so schnell von mir gelangweilt ist. Der kleine Racker. So. Ansonsten haben wir noch ein bisschen Banddinger. Ja, von einzelnen Dingen hier. So, vielleicht Michael Marvel 20, wobei. Nee, ich glaube, guck erstmal, dass ich alle irgendwie ins Level 18 habe. Was, glaube ich, sowieso schon fast der Fall ist. Ja, da glaube ich, werde noch Hortensia gucken, ob ich das volle Level auf 19 kriege. Den Rest packen wir komplett auf 20 und dann Michael Marvel noch ein bisschen erhöhen, aber das kommt sowieso von selber nach. Ja, wird schon. Kriegen wir alles hin. Oh, Sternschnuppe. Cool. Also, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.